Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf Twitch und auch auf YouTube. Wir spielen heute ein Let's Play Paladins zusammen mit dem Storm. Grüßt euch, Leute. Paladins wurde gepatcht, wir haben einen neuen Hero und wir haben ein neues Event. Wir haben uns den gerade schon ein bisschen angeschaut. Der neue Hero ist der Dredge. Admiral OP des Dredge, Abgrunds. Bitte. Ja, der anscheinend OP Dredge. der kein Ding schreibt gerade auf der Switch, gibt's den noch nicht. Ha, da ist der PC wohl ganz voraus. Ich muss auch sagen, das Update ist glaube ich erst 2 Stunden alt, also das ist noch rotzfrisch. Heftiger Char, also der schießt so eine kleinen Fässerchen ab mit Linksklick, die 850 Schaden verursachen. Beim Nachladen wird auch nochmal ein Projektil abgefeuert, was 1000 Schaden verursacht. Also der geht voll auf Damage, der Hero. Und Rechtsklick feuert 3 Projektile ab, die nach 2 Sekunden Zündungszeit die 950 Schaden verursachen. Also 3 Projektile mal 950, also fast 3000 Schaden. Genau, man hat, der kann Portale aufstellen, der kann sich zwischen den Portalen hin und her bewegen. Wird dann, glaube ich, sogar noch geheilt, je nachdem, was man für eine Karte hat. Und genau, er kann eine Harpune schleudern, da habe ich jetzt die 800 Schaden macht und Gegner auch noch 2%, 50% verlangsamt. Und das Ulti ist ziemlich immer, das ist eine fette Krake, die 4000 Schaden verursacht, das heißt, die fickt so ziemlich alles weg. Und ja, die Größe dieses Ult ist relativ groß. Ja, also ich finde den ziemlich heftig. Ich habe mir schon mal ein Deck importiert. Ich überlege gerade, ob ich mir den ein bisschen pushe, damit ich alle Legendaries auswählen kann. Ein bisschen Kohle habe ich ja noch. Ich glaube, man braucht max 10, oder? Um alle Legendaries zu haben. Ich glaube, 5 reicht. Nee, 12. Bei 12 hast du alle Legendaries. Warum bin ich jetzt rausgegangen? Ich muss noch 2 Level kaufen. Wenigstens etwas, für sich das Geld lohnt. Genau, jetzt habe ich ihn schon auf Level 12 gepusht. Damit habe ich alle Legendaries zur Verfügung. Das ist schon mal ganz nett. Auch krass, Verbündete können deine Abkürzung verwenden. Damit kann man miese Rushes machen, ne? Mhm. Probieren wir doch mal ein Game und vielleicht kriege ich ihn gepickt. Ich werde mal meinen Klickfinger warm machen. Oh, ich sehe. Ach nee, doch nicht. Ich dachte, mein Rang wurde zurückgesetzt. Das hätte mich ja doch ein bisschen geärgert. Jetzt Gold 1 wieder. Ja, wir sind letztes Mal wieder so zurückgefallen, ne? Wieso, warst du schon Platin oder was? Ja. Ich bin Gold 2. Martis muss updaten, Nacho muss updaten. Updatet mal. Daher, das Update ist noch recht frisch. So, ich habe ihn bekommen. Coole Nummer. Bin ich ja mal gespannt, ob der was kann. Wir haben keinen Tank, das wird interessant. Und kein Heal. OMG, Against is fucking Champ. Ich glaube, der ist nicht beliebt. Also ich habe den jetzt gerade 10 Sekunden angezockt. Der wirkte mir extrem imber. It's useless. Echt? Ich bin mal gespannt. Wir müssen ja einmal ausprobiert haben, um dann zu einer Aussage treffen zu können. Das war doof, du kaufst dir den auf Level 12 hoch, aber hier wird trotzdem Level 0 angezeigt, ne? Keine Ahnung, nach welchem Prinzip das funktioniert. Eigentlich nicht. Doch, da stand doch 0. Vielleicht, weil du ihn noch nie gespielt hattest. Ja, aber ich habe mir noch 12 Level gerade gekauft. Apuna hat keine Abklingzeit mehr und verlangsamt nicht. Die macht 375% Schaden und ich kann einen Legendary auswählen, dass sie keine Abklingzeit hat? Das probiere ich mal. Scheiß aufs Verlangsamen, wenn die 375% Schaden macht. Junge, das Ding hat keine Abklingzeit. 375% extra. Zieh dir das rein, bitte. Was ist das denn? Das könnt ihr doch nicht ernst meinen, oder? Völlig OP. Okay, probieren wir mal mit der Harpune zu spammen. Ich glaube, bei dem brauchst du Nachladen. Flinke Hände. Genau, weil er sein komisches, hässliches Dings. Weil ich ja beim Nachladen auch Schaden mache. Der Hero macht ja bei allem, was er tut, Schaden. Ja, aber Harpune spammen wird, glaube ich, jetzt interessant. Bin mal gespannt. Wie nah ist denn jetzt der Typ am Mount dran?
Bam, Alter. Was ist das für ein kranker Hero? Der rotzt ja alles weg. Wahnsinn. Boom, boom, boom. Bam, Harpune, Flieg und Sieg, Alter. Alter, der ist zu krass, wirklich, der ist zu krass. Die scheiß Harpune, was die für einen Schaden zockt, Mann. Und die muss ich nie nachladen. Heftiger Scheiß. Und zack ist das Schild weg, Alter. Das ist so übertrieben. Alter, die Harpune ist wirklich heftig. Die fliegt auch so schnell, ne? Weil ich kann einfach damit so ein bestimmtes Gebiet eindecken, sodass die da nicht mehr hinkommen. Und war das dein Ulti, ey. What the fuck ist das ein übler Char? Ich bin davon überzeugt, der wird in jedem Game jetzt sein. Sobald er auf Ranked auf freigeschaltet ist. Das wird eine Katastrophe. Alter, du kannst ja so heftig mit der Harpune spammen. Eigentlich machst du bei dem Char nur Rechtsklick, Alter. Nur weil der das andere Ulti hatte, hat er mich geholt. Heftig, heftiger Char, heftiger Char. Was haben die sich denn dabei gedacht, Alter? Ach, verdammt. 30 seconds remaining. Boah, die Fässer sind so übel. Der macht das Gameplay ganz anders, weil man jetzt die ganze... ganz halt aufpassen muss, wo diese Fässer sich aufladen, ne? Verdammt. Junge, Junge, Junge. Mein Update ist seit 10 Minuten bei 16%. Ui, das klingt nicht gut. Mies. Super heftig Hero auf jeden Fall. Ich brauche ja nur auf den Punkt schießen, weil alle müssen ja auf den Punkt, ne? Ja. Also das mit der Harpune ist wirklich krass. Ich muss mal gucken, ob ich ihn noch weiter verstärken kann. Ob man noch über 375% drüber hinauskommt. Macht echt heftig Schaden. Guck mal, auf dem Spot fliegen die ganze Zeit nur Harpunen, ey. Fässer. Das ist so verrückt. Ach, weil mir keiner gegen Koga geholfen hat. Gegen Koga bin ich nicht gut, dafür bin ich zu langsam. Verdammt, dieser Tree. Ja, wieso hat mein Ult keinen Damage gemacht? Nein, Lex. Oh, meine Schüsse explodieren sogar noch nach meinem Tod. Gut, also ganz alleine bringt ja nicht viel.
Ganz verstehe ich seinen Ult noch nicht. Das hat bei mir irgendwie gar keinen Schaden gemacht. Ey, wieso kommen denn meine Schüsse jetzt nicht mehr durch? Darf ich nicht. Eben gerade lief es noch besser. Ach, meine Maus. Wie ekelhaft. Mann, wo hängt die denn? Ja, Alter, der Barik ist auch nur unterwegs, weil er die ganze Zeit diesen Fässern ausweichen muss. Und dann gebe ich ihnen den Rest mit der. Besser Sturm reingelaufen. Dann gebe ich ihnen den Rest mit der Harpune. So krank mit den Fässern. Ja, Mann. Gehuckt. Haha. Alter, der Hero macht Spaß, ne? Ist geil. Krasse ist, dass der Hook so schnell fliegt, ne? Hm. Vielleicht kannst du ihn auch mega weit einsetzen. Hätte nicht gedacht. Release the Kraken. Du musst immer Q und dann Linksklick. Q und dann Linksklick? Achso, immer Wechsel, ja. Ich glaube, damit kann man sogar noch ein bisschen mehr spammen. Die kommen alle von rechts. Oh, dieser dumme Tree, ey. Wie konnte mich ja noch kriegen? Was ist denn los mit so einer Scheißachs? Oh, fick dich, Alter. Hat er mich jetzt noch gehuckt da? Voller Abstauber. Und unsere Velo ist aber auch nicht so nice, ne? Natürlich ist sie noch mega viel Kills. Findest du? Kann ich nicht. Auf den Tacho von der. Kann ich nicht. Ah,
Fackel. Oh, oh. Kriegen sie aber hier ganz schön geschoben, du. Boah, weil der Pirat immer direkt auf mich geht. Mann, fick dich, Lex. Du bist immer noch das gleiche Arschloch wie immer, Alter. Mit seinem Reingebratze. Bin geholt. Trolliger Drecksschar, dieser Lex, wirklich. Boah. Alter, komm ich um die Ecke, da schießt der Lex sofort los, oder was? Scheiße, da schieben die durch, Mann. Oh, wo kommt denn dieser dumme Lex her? Kriegt Barak nicht so schnell down. Ja, weil wir kein, denn das Scheißspiel verlieren? Weil wir keinen Tank haben. Schöne Animation. Ohne Tank wird das nix. Boom, weggehuckt. Hä? Was ist das denn für ein komisches... Beste Szene. Das ist die beste Szene? Ich glaube, den muss man üben, ja. Den muss man auf jeden Fall üben, also... So wie jeden Char. Oh, ich bin gar nicht so unzufrieden. 56.000 Schaden. Ist schon okay. Ist auf jeden Fall, der wird, glaube ich, ein bisschen dafür sorgen, dass sich das Gameplay verändert. Weil man echt die ganze Zeit schauen muss, wo der seine scheiß Fässer droppt, ne? Jo. Und ich denke mal, die werden ihn auf jeden Fall drinnen lassen. Sowas, dass sie einen Hero zurückziehen, haben sie ja noch nie gemacht. Na gut, Freunde, wir sind am Ende der Folge. Wir haben zum ersten Mal den Kollegen Dredge angespielt. Ein, ja, wie sagt man, ein vielversprechender Hero. Bin durchaus mal gespannt, wie der sich im Paladins-Universum einsortieren wird, weil er doch ganz anders ist. Man hat ja bei Koga jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er sich grundsätzlich ganz anders spielt als alle anderen Heroes. Er hat halt keine Cooldowns, dafür sammelt er halt ja, sowas wie Wut oder sowas. Ist jetzt irgendwie nicht revolutionär. Okay. Aber dieser Hero vom Spielverhalten finde ich ihn doch ein bisschen anders, weil er so ein bisschen in Richtung Willow geht. Willow kann ja auch ihre Sachen so ablegen, aber das ist schon heftig. Also die Ranges von seinem Ulti, die Ranges von seinem Rechtsklick sind schon nicht ohne. Und ihr habt ja gerade gesehen, ich kann mit meiner Harpune spammen ohne Ende. Und wenn man dann relativ gut ist mit der Harpune, dann kann man, glaube ich, ja, dann kann man doch relativ gut spielen. So sieht's aus. Ja, wir sind am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, Leute. Haut da rein. Ciao, ciao.